Hallo meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir befinden uns im ja, höchstwahrscheinlich letzten Teil vorerst zum Thema Depression ganzheitlich erkennen und auflösen. Und da habe ich noch ein Thema, was ich da gerne mit reinfließen lassen möchte, beziehungsweise einen Aspekt, den wir uns ins Bewusstsein rufen dürfen. Und zwar, dass gerade, ja, wie soll ich sagen, sehr lichte Seelen, die Seelen, die von anderen Sternen kommen und auf die Erde inkarniert sind, um hier als Lichtarbeiter tätig zu sein, dass gerade die häufig mit dieser und in dieser Welt überfordert sind, weil sie sich vielleicht nirgends zugehörig fühlen, weil sie sich nicht integrieren können, weil sie irgendwann anfangen, an sich zu zweifeln und das Gefühl haben, auf der Welt zu sein, aber nicht von ihr. Und sich sehnen nach ihrem Zuhause, sehnen nach ihrem Heimatplaneten, sehnen nach einem Leben ohne Körper, weil sie vielleicht wissen, wie das Gefühl ist, ohne Körper zu leben, ohne dieser schweren Materie. Vielleicht auch auf dem Planeten, wo es ein bisschen liebevoller umgeht, zugeht. Oder leichter, oder wo einfach andere Systeme herrschen, eine andere Gesellschaftsstruktur. Deswegen darf man auch beim Thema Depression eben nicht vergessen, dass gerade diese hochsensiblen Seelen, die von anderen Planeten kommen, nicht mit einer erdgebundenen Seele, sondern eben aus einem anderen Sternensystem, dass gerade die sich häufig sehr, sehr schwer tun und irgendwann den Wunsch haben, einfach von der Welt zu gehen und auszuscheiden, weil sie mit dem Leben hier einfach nicht klarkommen. Und deswegen ist es auch häufig so, dass eben gerade Lichtarbeiter dann ihre depressiven Phasen haben, die ja auch wieder zum Seelenplan dazugehören, um dann auch wieder ja, aus der Asche aufsteigen zu können. Deswegen sind auch die anderen Videos mit Sicherheit hilfreich, um das zu erkennen und zu ergänzen, aber eben auch nicht an sich zu zweifeln und so an den Gefühlen zu zweifeln oder zu sagen, wieso fühle ich mich nicht wohl, wieso fühle ich mich keiner Gruppe zugehörig, wieso fühle ich mich anders als die anderen, wieso gehöre ich nicht dazu, wieso fühle ich mich nirgends zu Hause, dass man sich das wirklich einfach bewusst macht, dass es auch nicht das echte Zuhause ist, auf dem man lebt. Egal, ob ihr jetzt hier in diesem Leben in eurem Zuhause sitzt und euch nicht wohlfühlt, oder eben auch generell die Erde an sich vielleicht nicht euer Zuhause ist. Und deswegen kann ich da jeden nur bestärken, wirklich dran zu bleiben. Und sich bewusst zu machen, dass man sich als Seele trotzdem das Leben hier auf der Erde genau jetzt ausgesucht hat. Und wenn man aus dem Leben scheiden möchte oder das tut, dann muss man die Erfahrung unter Umständen nochmal durchleben. Und deswegen gerade an so Punkten, wo es ganz, ganz schwer ist, ist es wichtig, dran zu bleiben, weil dann bist du auch an der Schwelle, wo es besser wird. Ja, weil immer, wenn wir ganz unten sind, kann es nur noch besser werden. Und deswegen sehe das nicht negativ, sehe das als positiv und erkenne dich als das wertvolle Geschöpf, was du bist und was du hier auf diese Welt mitbringst an hochwertiger, liebevoller Energie, wo vielleicht die Menschen noch nicht verstehen, wo du vielleicht selber noch gar nicht so begreifst, was du alles tust, ohne es vielleicht bewusst zu machen. Also sei dir bewusst, dass sich deine Seele dein Leben hier auf dieser Welt ausgesucht hat, dass du das also möchtest und dass du niemals aufgeben solltest oder das Gefühl haben brauchst, dass du es nicht schaffen kannst, weil sich die Seele immer nur das aussucht, was sie auch bewerkstelligen kann. Und deswegen, du wirst auch Menschen finden, die sich vielleicht mehr als Familie oder als zugehörig oder als Heimat anfühlen werden, wenn du ja Menschen aus deinem
Sternensystem begegnest, die auch hier inkarniert sind, wo ihr die gleichen Herkunftsplaneten habt, euch auch zusammenschließen könnt, weil dafür seid ihr auch hier, um in Gruppen zu arbeiten, um euch gegenseitig zu unterstützen und um genau dieses Bewusstsein, das ihr vielleicht auf eurem Heimatplaneten habt, wo alles liebevoll und friedlich vonstatten geht, dass ihr genau dieses Bewusstsein auf die Erde bringt, hier integriert und das als Aufgabe seht, die ihr euch ausgesucht habt und die euch auch noch erfüllen wird, wenn ihr euren Weg weitergeht. Sei dir also bewusst, dass du auf der Welt bist, aber du bist nicht von der Welt und du hast eine wichtige, wertvolle Aufgabe und du bist wertvoll für die Gesellschaft. Und es ist wichtig, dass du deinen Weg weitergehst und findest. Das wirst du auf alle Fälle, sonst würdest du nicht mit mir in Resonanz stehen und du kannst all das schaffen mit deiner Kraft und deiner Energie, weil du sehr viel Energie und Kraft in dir trägst, auch wenn du sie vielleicht im jetzigen Moment noch nicht so spürst. Das wird kommen, wenn du weitergehst und wenn du weiter auf deinem Weg bleibst. Ich hoffe, dass dir dieses Video ein bisschen weitergeholfen hat. Und ich habe jetzt gerade auch beschlossen, noch einen Teil zu machen, weil mir jetzt noch intuitiv was reingekommen ist, was auch noch wichtig ist beim Thema Depression im Hinterkopf zu behalten. Ich hoffe jetzt erstmal, dass dir ja, eben dieses Video auch weitergeholfen hat. Und es darf dir wie immer völlig egal sein, was andere über dich oder dein Leben denken. Wichtig ist, wie du dich fühlst.